aus für unlimitierte Gratistests. Ab April gibt es für jeden nur noch 5 PCR- bzw. Antigentests und Quarantäneregeln werden gelockert. Kritik kommt von der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. Flüchtlinge willkommen. 1,8 Millionen Menschen aus der Ukraine sind nach Polen geflüchtet, wo sie jetzt auch weitreichende Sozialleistungen bekommen. Und ungewohntes Schauspiel. Sahara-Staub taucht den Westen Österreichs in gelbes Licht. Besonders viel Staub hat dabei Spanien abbekommen. Mehr als 37.000 Corona-Neuinfektionen waren es heute. Ein neuer Dienstagsrekord. Dennoch lockert die Regierung jetzt die Corona-Regeln und beschließt ein Limit für Corona-Tests. Schönen Abend, willkommen bei der ZIP-Nacht. Ab 1. April bekommt jeder Österreicher, jede Österreicherin pro Monat nur noch 5 kostenlose PCR- und 5 kostenlose Antigentests. Auch die Quarantäneregeln für Ungeimpfte werden gelockert. Die Reaktionen in der Bevölkerung darauf sind gespalten, berichtet Johannes Berterer. Mehr als 3 Milliarden Euro haben die Corona-Tests seit Pandemiebeginn gekostet. Jetzt soll das Angebot eingeschränkt werden. Ab 1. April stehen für jeden Österreicher, jede Österreicherin pro Monat 5 kostenlose PCR-Tests und 5 kostenlose Antigentests zur Verfügung. Das ist grob gesagt in etwa ein Test pro Woche plus ein paar in Reserve. Mehr Gratistests sollen nur mehr jene mit Symptomen und vulnerable Gruppen bekommen, was in der Bevölkerung auf gespaltene Reaktionen trifft. Österreich hat halt sehr viel getestet und sehr hohe Ausgaben gehabt. Einmal, glaube ich, muss halt da auch einmal Schluss sein und jeder für sich selber schauen. 5 PCR-Tests und 5 Antigen pro Person sind noch sehr gut im weltweiten Vergleich. Von daher finde ich es verständlich. Ich halte das für sehr gefährlich. Ja, also ich glaube, wir wiegen uns da in einer falschen Sicherheit. Ich glaube, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Neben der neuen Teststrategie werden auch die Quarantäneregeln gelockert. Nicht vollständig immunisierte Personen können nach Kontakt mit Corona künftig auch arbeiten und einkaufen gehen. Gastro- und Veranstaltungen bleiben ihnen aber weiterhin verwehrt. Unklar ist, wie viel man künftig fürs Testen zahlen muss, wie es in den Schulen weitergeht und was Arbeitnehmer tun sollen, deren Arbeitgeber regelmäßig Tests verlangt. Es sind also noch einige Fragen offen rund um die neue Teststrategie und die Lockerungen bei den Quarantäneregeln. Wir versuchen jetzt eine Einschätzung mit der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz, die ich via Skype begrüßen darf. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben sich erst vor wenigen Tagen für strengere Maßnahmen ausgesprochen, etwa für eine Maskenpflicht in Innenräumen. Davon war heute keine Rede. Wie zufrieden sind Sie mit dem Vorgehen des neuen Gesundheitsministers? Ich finde es absolut inakzeptabel und schlimm genug, dass man die Maskenpflicht jetzt den Menschen diese Schutzmaßnahme wegnimmt und dass jetzt noch dazu kommt, dass man die Tests rationiert. Das sind alles Maßnahmen, die in keinem Verhältnis zur Gefahr stehen, in der wir uns jetzt befinden. Vulnerable Menschen fühlen sich ins Eck gedrängt. Sie haben Angst, nicht mehr genügend Schutz zu finden. Das sind Maßnahmen, über die sich viele Menschen bei mir jetzt sehr beklagen. Der Gesundheitsminister argumentiert ja damit, dass sozusagen die Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen, was aber angesichts der stabilen Lage auf den Intensivstationen nicht der Fall ist. Sehen Sie dieses Argument? Die Intensivstationen sind ein Faktor. Wir haben viele andere Faktoren. Wir haben Long-Covid, vor dem wir die Menschen bewahren sollten nach Möglichkeit. Wir haben jetzt schon Spitäler, die am Anschlag sind. Wir haben Risikogruppen, die ein Recht haben auf Schutz. Und wir wollen als Gesamtbevölkerung doch dorthin kommen, dass wir solidarisch für Niedriginzidenz, also wenig Infektionen in der Bevölkerung, uns aussprechen. Dazu gehört auch, dass die Wirtschaft dann bessere Chancen hat. Dann können die Schulen und die Kindergärten wieder gut funktionieren. Das, was wir jetzt tun, ist für alle nachträglich. Jetzt argumentiert der Gesundheitsminister aber wieder mit den sehr hohen Kosten, die für die Tests fällig sind. Die Rede ist von 3 Milliarden Euro. Gleichzeitig sagt er auch, vulnerable Gruppen und auch Menschen mit Symptomen können sich ja weiterhin uneingeschränkt testen lassen. Können Sie das nachvollziehen? Also, wenn man das auf Altersheime und Pflegeheime bezieht, dann ist das eindeutig zu wenig. Es gibt viele Menschen, die jetzt schon auf Rückzug sind, die chronisch krank sind und die jetzt nicht sehen, dass sie geschützt werden. Denn es bedeutet ja nicht nur, dass sie selber testen können, sondern dass auch alle, die rundherum sind, die sie besuchen wollen, mit denen sie leben, auch die sollten sicher sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das künftig am Arbeitsplatz sein soll, denn auch da sollen die Leute
nicht Angst haben müssen vor Infektion. Niemand hat von dieser Strategie, was die jetzt gefahren wird. Und die Kosten der Tests stehen ja in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Arbeitsausfälle, die Quarantänemaßnahmen, die Stilllegung von ganzen Einrichtungen nach sich ziehen. Das heißt, Sie sind für eine Beibehaltung der Gratistests für alle. Wie schaut es denn mit den Quarantäneregeln aus? Die sollen gelockert werden, um eben auch Personalengpässe, die es ja gibt, irgendwie in den Griff zu bekommen. Können Sie das nachvollziehen? Wenn man die Seuche nicht durchrauschen lässt, sondern schaut, dass möglichst wenig Leute krank werden, dann hat man das Beste für die Bevölkerung und für das Gemeinwesen getan. Wenn man jetzt sagt, wer K1 ist, also Kontaktperson, kann ohne weiteres weiter arbeiten gehen, dann nimmt man doch in Kauf, dass diese Menschen die Infektion in ihre sozialen Gruppen, in die U-Bahn, ins Geschäft tragen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die Regierung müsste klar sagen, wir lassen jetzt alles durchrauschen, dann würden die Menschen wenigstens wissen, woran sie sind. Ich halte nichts von dieser Strategie, aber sie wird jetzt scheibchenweise eingeführt. Aber gerade wenn wir uns jetzt den Personalengpass in den Spitälern anschauen, weil eben viele Kontaktpersonen zu Hause bleiben müssen, wenn sie vielleicht auch gar keine Symptome haben, wäre es nicht im Sinne des Patienten, dass jene Menschen dann trotzdem zur Arbeit gehen können, um Patientinnen und Patienten zu versorgen? Also stellen Sie sich vor, Sie liegen im Spital wegen einer anderen Erkrankung und müssen Angst haben, dass die Pflegeperson, der Arzt, die Ärztin, die hereinkommt, möglicherweise infiziert ist. Das macht doch Angst, das macht Sorge und es ist vor allem unethisch, dass man in Kauf nimmt, dass Menschen angesteckt werden, weil wir nicht hinschauen wollen, wer hier alle infektiös und infiziert ist. Wir wissen nicht, ob die Pandemie nicht aufwartet mit neuen Mutationen, wo es vielleicht wieder gefährlicher wird. Wir haben keine Vorbereitung für den Herbst. Wir haben die Maßnahmen zurückgezogen. Wir nehmen den Menschen den Schutz in einer Phase, wo wir mit den Zahlen ganz oben sind. Und wenn der Herr Minister heute sagt, wenn man jetzt die Maskenpflicht wieder einführen würde, dann käme das ja zu spät. Dann kann ich nur antworten, man hätte sie nie aufheben sollen. Man hätte diesen Schutz den Menschen nicht wegnehmen sollen. Masken in Innenräumen, Luftreinigung, Testmöglichkeiten für alle, die das wollen, Homeoffice, wo es geht, das sind die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen und eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe und Pädagogen und Pädagoginnen. Viel Kritik war da zu hören. Vielen Dank, Frau Bilz, für diese Einschätzungen. Schönen Abend. Mitten im Krieg hat sich heute ein Besuchstrio aus dem Westen nach Kiew aufgemacht. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind mit dem Zug angereist, um mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu sprechen. Er veröffentlicht am späten Abend auf Telegram ein Video. Ihr Besuch in Kiew in dieser für die Ukraine schwierigen Zeit ist ein starkes Zeichen der Unterstützung, sagt Selenskyj, während sein Land weiter im Krieg versinkt. In Sumy im Nordosten des Landes stehen Busse bereit, um die Menschen aus der Kampfzone zu bringen. Die Evakuierungen gehen schleppend voran, immer wieder bedroht von Angriffen der russischen Luftwaffe. Die hat auch wieder Kiew bombardiert, mindestens 5 Menschen sind getötet worden. Als Konsequenz verhängt Bürgermeister Klitschko eine Ausgangssperre bis Donnerstag früh. Während die russischen und ukrainischen Delegationen weiter über einen Waffenstillstand verhandeln, versucht der ukrainische Präsident Selenskyj, internationale Unterstützung und vor allem Waffennachschub für die Ukraine zu sichern. Heute als Videogast bei einem Sicherheitsgipfel in London. Wir alle sind im Fadenkreuz Russlands und wenn die Ukraine fällt, wird sich alles gegen Europa richten. Daher bitten wir Sie, sich selbst zu helfen, indem Sie uns helfen. Mehr als 3 Millionen Menschen sind vor dem Krieg bereits über die Grenzen geflüchtet. Der Großteil von ihnen sind Frauen und Kinder. Jede Sekunde wird ein Kind in der Ukraine zum Kriegsflüchtling, rechnen UNO-Vertreter vor. Und 1,8 Millionen Menschen sind aus der Ukraine ins benachbarte Polen geflüchtet. Dort werden sie herzlich empfangen, vor allem von der Zivilbevölkerung. Morgen tritt dann noch ein Gesetz in Kraft, das eine Kehrtwende in der Migrationspolitik für Polen darstellt und den Flüchtenden weitreichende Sozialleistungen und Rechte zugesteht, berichtet aus Polen Rosa Leyen. Natalia ist seit bald 2 Wochen hier. Ein polnischer Freund hat sein Wochenendhaus zur Verfügung gestellt. Eigentlich wollte sie nur ein paar Tage bleiben. Als sie geflohen ist, war ihre Stadt Lemberg noch sicher. Es ist völlig absurd, dass im 21. Jahrhundert in Europa Krieg herrscht.
Ab morgen könnte sie sich registrieren, um Begrüßungsgeld umgerechnet 63 Euro pro Person zu bekommen und eine polnische Sozialversicherungsnummer. Daran hängen das Recht auf Bildung, Medizin und auch etwa Kindergeld. Natalia will das nicht, sie hat nicht vor zu bleiben. Jedes Mal, wenn wir in die Stadt gehen oder ins Einkaufszentrum, kommen fremde Menschen auf uns zu und fragen, was wir brauchen, ob sie uns etwas kaufen können. Sie unterstützen uns auch psychisch. Sie sagen, es wird alles gut ausgehen. Das gibt uns sehr viel. Sie hofft, keine polnische staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen und dass der Spuk bald ein Ende hat. Wir sind keine Terroristen oder Nazis. Wir müssen nicht entnazifiziert werden. Wir haben schöne Kinder und wunderbare Menschen, die einfach ihre Heimat verteidigen. Und wir wollen unsere Kinder nur in Frieden großziehen. Wir müssen durchhalten. Was bleibt uns anderes übrig? Berichtet Rosa Lein aus Polen. Das Bild hinter mir ist kein Farbfehler, ein ungewöhnliches Phänomen. Das war heute in weiten Teilen Europas zu bemerken, ein orange leuchtender Himmel. Der Grund ist Sahara-Staub, der sich zwar immer wieder mal in unseren Breiten bemerkbar macht, aber nicht so deutlich, wie das heute eben der Fall war. In Österreich konnte man den Sahara-Staub vor allem im Westen sehen, wie Bilder aus Vorarlberg zeigen. Gefährlich ist diese Menge an Staub in Österreich aber nicht. Anders in Spanien, wo sich der Staub auch auf Fenster, Terrassen und Autos abgelegt hatte, zum Leidwesen der Besitzer. Der ganze Staub ist in den Laden gelangt und hat die Produkte verschmutzt, sagt sie. Die spanische Wetterbehörde warnt, dass die Luftqualität vor allem im Zentrum des Landes durch den Dunst stark beeinträchtigt ist. Spanische Behörden empfehlen, Aktivitäten im Freien möglichst zu unterlassen. Und so geht's beim Wetter bei uns weiter. Regenwolken überqueren unser Land. Morgen ziehen die Schauer dann aber am Vormittag ab und der Nachmittag verläuft schon wieder recht sonnig. Im Osten weht kühler Wind, im Westen macht sich wieder Sahara-Staub bemerkbar und es wird warm. Überwiegend sonnig geht's dann am Donnerstag und am Freitag weiter. Die Temperaturen gehen aber langsam zurück. Und das war's von uns aus dem Infostudio. Danke fürs Dabeisein. Von uns allen noch eine schöne gute Nacht.